Moin und willkommen zurück zur FIFA 17 Karriere mit dem SC Freiburg. Heute das Derby am 20. Spieltag zu Gast beim VfB Stuttgart. Der VfB Tabellenletzter, wir Tabellenzwölfter. Also eigentlich sind wir der etwas höher gehandelte Club heute. Wir werden heute in Grün spielen, Stuttgart natürlich in Weiß. Und es ist Gestöber. Wir werden bei Regen spielen. Und dann schauen wir rein. Nürnberg empfängt Darmstadt. Gladbach empfängt Augsburg. Frankfurt empfängt Leipzig. Hertha empfängt Hamburg. Und Mainz empfängt Schalke. Und wir gehen rein in die Partie. Auf geht's. Und dann gehen wir rein. Auf geht's. Hier in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Würde ich sagen, gehen wir rein, auf geht's. Und wir sind immer noch die offensivschwächste Mannschaft der Liga. Aber wir schauen. Und wir stoßen an in Grün. Auf geht's. Wir haben heute nicht. Gondor. Okay. Gondor. Waldschmidt. Grüne. Rausgelegt. Lecontes Flanke. Da ist Thuram. Und Lenguek pariert den Ball. Erstes Riesending für den SC hier nach noch nicht mal 4 Minuten. Maxim, Werner, Larin, Krigic, Lecomte, Zimmer, Lecro, Thuram, Markus. Waldschmidt, Gondorf, Waldschmidt und Klein ist dazwischen. Maxim, Zimmer, Larin, Werner, Ofori, Werner, Ofori, Zimmer, Larin, Klein, Genle Konte ist dazwischen. Möwald. Aber nur auf Fori. Krikic. 13 Minuten hier fast rum. Und die erste gute Aktion des VfB. Schwebe, Mukiele, Lecomte, Grüne, Möwald. Maxim, Werner, Klein, Lecomte, Thuram, auf Euphorie ist dazwischen, Krikic, Larin, Maxim, raus auf Larin. Gegen Kehle. Die Flanke. Schwebe ist da. Kirk. Waldschmidt. Kirk. Gondorf. Grüne. Grüne. Klein. Und Grüne nochmal. Aber Zulu.
Wald. Und es gibt Einwurf für den Sportclub. Wald beim Einwurf. Grüne. Zimmer klärt. Gondorf. Thuram. Leconte nach außen. Möwalds Flanke. Baumgartel. Maxim. Ofori. Werner. Okay, erklärt uns zum Einwurf für den Sportclub. Werner. Werners Flanke. Mokiele klärt. Ofori nochmal. Und Larin. Über die Latte. Knappes Ding. Schwebe. Kurzer Ball auf Hintermeier. Im Spielaufbau für den Sportclub. Lecroix findet Grüne. Grüne findet Waldschmidt. Waldschmidt stellt den Körper gut rein und legt nochmal ab. Leconte, Spielaufbau zurückgelegt. Mokiele, Grüne, erster Ball nicht. Ofori ist dazwischen. Maxim, Leconte gegen Zimmer und Gondorf hilft ihm. Leconte, Müllwald, Waldschmidt, Thuram, halbe Stunde rum hier in Stuttgart. Thuram. Gondorf, Waldschmidt, Leconte, Ofori gewinnt den Ball und Leconte bleibt verletzungsbedingt liegen. Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Zimmer, aber gut dazwischen. Grüne, Möwald, Thuram, Möwald. Starker Ball, Thuram legt ihn nochmal raus, gut gemacht, Leconte. Steigt nochmal drauf, gut gemacht. Starke Flanke in die Mitte, Waldschmidt. Ne, Baumgartel ist dazwischen. Maxim für den VfB. Über Larin. Werner. Larin. Langer Ball, Leconte auf Mokiele zurück. Und der im Spielaufbau mit Gondorf, mit Kerk. Und jetzt ist das Spiel unterbrochen, weil sich schon Zimmer, da ist es glaube ich, verletzt hat. Oder? Ja, John Zimmer hat sich verletzt und Ginczek kommt in die Partie. Maxim. Schießen wir in Zeiten aus. Abstand. Schwebe mit dem langen Ball. Waldschmidt. Larin. Larin. Ginczek. Klein. Konnte. Grüne. Klein. Die Flanke. Leconte klärt. Aber nur für Grigic. Grigic. Aber der VfB kann auf den Ball nichts machen. Möwald. Grüne. Thuram. Ofori gewinnt den Ball. Den Zweikampf dagegen. Thuram. Oforis Abschluss. Schwebe ist aber da. Keine Gefahr. Das ist ja erstmal Halbzeit. In Stuttgart. 0 zu 0 zur Pause zwischen dem VfB und dem Sportclub aus Freiburg im Badischen Derby. Und wir schauen, was in dieser zweiten Partiechen noch geht. Nürnberg 0-1 gegen Darmstadt. Gladbach 1-1 gegen Augsburg. Frankfurt führt 2-1 gegen Leipzig. Hamburg führt 1-0 in Berlin. Und Mainz 1-1 gegen Schalke. Später noch Leverkusen zu Gast in Dortmund. Und wir gehen jetzt so ohne große Umschweife rein in den zweiten Durchgang. Der VfB wechselt ein zweites Mal. Özcan kommt für Maxim. Özcan. Sulu. Maxim. Gekiewicz. Möwald.
Waldschmidt. Gerg. Gondor. Thüram gegen Zulu. Aber er kann den Ball nicht durchstecken. Werner gegen Kerk, der da jetzt in den Ballkampf führt. Untermeier. Altschmidt, Thüram. Thüram, nee, kommt nicht durch. Krikic. Özcan. Gondor. Thüram. Werner. Zulu ist da. Lengerek, langer Ball. Özcan nochmal zurückgelegt. Aber es. Und Köln empfängt als nächstes unseren Sportclub hier aus Freiburg. Hintermeier, Gondor, Gröne, Kerk, Ginczek, Legro klärt zum Kopfball. Insua. Gondorf ist dazwischen. Werner, Insua nochmal Gondorf dazwischen. Einwurf für den Sportclub. Gondorf beim Einwurf. Kerk. Grüne, nee. Werner, Grüne. Euphorie. Grüne. Waldschmidt. Thüram. Oh, wieder ist da ein Stuttgarter dazwischen. Werner ins Sur. Özcan. Legro ist dazwischen. Gondor. Kerk. Grüne. Waldschmidt will den Ball durchchippen, aber Klein ist dazwischen. Also der VfB, die Ansätze spielerisch sind gut, aber sie kommen heute nicht in die gefährliche Zone da. In die letzte Reihe beim VfB. Werner. Marin. Ofori. Mokiele. Grüne. Waldschmidt. Thüram. Aber wieder Insua. Ofori, Ginczek, Krikic, Larin, gut abgelegt, Özcan für den VfB, Grüne, Möwald, Gondor, Kerk, Krikic ist dazwischen, Insua, Legro, Kerk, nochmal ab, Grüne ins Zentrum, 70 Minuten sind hier gleich rum, wir werden mal wechseln. Die Frage ist nur wie. Kerk geht mal raus. Dafür kommt Ferrati mal für Kerk in die Partie. Leconte, Möwald, Thüram, Gondor, Waldschmidt, Insua mit dem Ballgewinn. Larin, starker Ball, Ginczek durchgesteckt, Mukiele läuft, aber Rikic ab, richtig. Schwebes, langer Ball. Thüram, Kerk, Waldschmidt, aber Ofori ist dazwischen. Krikic, gut dazwischen. Waldschmidt, nächstes kleines Foul im Mittelfeld, Freistoß für den VfB. Es ist sehr kampfbetont und keiner der beiden Mannschaften kann im Moment in dieser Phase hier wirklich eine gefährliche Aktion heraufbeschwören. Aber Baumgartel
Da ist Lecroda dazwischen, junge Franzose, Gondor, Ferrati, Waldschmidt, Grigic ist dazwischen mit dem Ball vielleicht jetzt mal. Larin. Ofori. Ofori setzt sich durch, findet Larin, der findet wieder Ofori, der ist völlig frei aus 15 Metern und der zieht den Ball deutlich über den Kasten. Aber das war das Riesending hier für den VfB, um hier zu Hause in Führung zu gehen. Schwebe, Hintermeier, Lecroux, Ferrati, nochmal die Linie entlang, Waldschmidt ins Zentrum, Thuram und dann der schlechte Ball von Thuram für Gondorf, glaube ich, war es, der da gelaufen ist. Grigic für den VfB, die jetzt wieder ein bisschen stärker werden. Larin, schöner Ball nach außen, Werner, aber Ferrati arbeitet gut mit zurück und gewinnt den Ball. Und Lecroux, Ferrati, Missverständnis da und Insua kann nochmal aufbauen. Zulu, Baumgartel, Ginczek, Insua, auch Werner, Werner, Hintermeier. Das bekommt das Foul gepfiffen für den VfB. Die wechseln zum dritten Mal Baumgartel raus, Pavard rein. Also da nochmal. Der Freistoß, den wird Larin bringen. Der kann das. Klein legt ab. Und es gibt nach 85 Minuten den Freistoß. Der konnte. Grüne. Ferrati. Lecroux. Lecroux. Grigic, Grigic legt ab, der Abschluss, Schwebe ist da. Der VfB wird stärker. 90 Minuten, nochmal Eckball. Der kommt. Grüne mit dem Kopf zur Stelle klärt. Thuram, gut. Macht den Ball fest. Özcan, Okiele. Möwald. Waldschmidt, Grigic ist dazwischen. Pavard. Thuram. Ferrati, Schluss. 0:0 in Stuttgart. Hier zwischen dem VfB und dem Sportclub aus Freiburg. Am Ende ein Punkt, der für uns in Ordnung ist und für den VfB, glaube ich, als Tabellenletzter durchaus auch. Und wir gehen ins Training hinein und wir schauen, ob es noch Verbesserungen gibt. Schmidt mit einem C verbessert sich leicht, Lecroux mit D, Hase mit C, Bergmann mit C und Leconte mit D. Und wir gehen noch zwei Tage hier voran. Wir gehen nochmal ins Büro, die Pressekonferenz und wir motivieren unsere Jungs vor dem Auswärtsspiel in Köln. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin bleibt gesund und ciao.